Hallo Leute. Mantis Station, do you read me? Where are you, Frankie? What are you doing? You can't land this in the middle of nowhere. I'm not. I'm landing it on that. What is it? It's a mobile airstrip. Dex had a hand in designing it. Heute präsentiere ich euch Sky Captain and the World of Tomorrow. Ja, worum geht denn Sky Captain? In den fiktiven 1930er Jahren tauchen auf einmal überall Roboter auf, die die Städte zerstören und Dinge klauen, beziehungsweise Generatoren und andere wichtige Sachen. Und die Reporterin Polly findet heraus, wie das alles zusammenhängt. Sie trifft auf Sky Captain, ihren Ex-Freund, und zusammen mit ihm versuchen sie, diese Roboter aufzuhalten. Dabei fällt ihnen auch noch auf, dass Wissenschaftler auf einmal verschwinden, die auch noch was damit zu tun haben. Was dahinter steckt, ein böser Wissenschaftler namens Totenkopf, der im Ersten Weltkrieg schlimme Sachen gemacht hat. Können sie ihn aufhalten oder werden diese Roboter die Welt übernehmen? Oder was auch immer der Plan dieser Roboter ist, das findet ihr heraus in Sky Captain and the World of Tomorrow. Ja, der Film ist von 2004, ist aus den USA, ist ein Science-Fiction-Action-Film. Und geht 106 Minuten. Ist jetzt nicht so lang. Ist eine gute Länge für einen Film, würde ich jetzt einfach mal sagen. FSK ist 12, was durchaus angemessen ist, aber könnte auch sogar schon ein bisschen jüngere Kinder interessieren. Und hat 70 Millionen US-Dollar gekostet. Das IMDb-Rating ist 6,1, was. Nee, komm, wer das geschrieben hat, der hat einfach keine Ahnung. Und man kann ihn leider nur kaufen. Es gibt ihn nicht mal zum Leihen. Man kann ihn nur kaufen, man kann ihn sogar auf YouTube kaufen oder auf Prime. Ja. Wir haben, in den Hauptrollen haben wir Jude Law, das ist der Sky Captain, und Gwyneth Paltrow als die Reporterin Polly. Wir haben in einer kleinen Nebenrolle Angelina Jolie. Wir haben Giovanni Ribisi, der vorkommt. Ist eigentlich immer so ein Side-Character in den meisten Filmen, wo er mitspielt. Und Michael Gambon als den Chef von Polly. Es hat einen interessanten Retro-Look, der allein schon dadurch kommt, dass dieser Film fast überhaupt keine Sets hat. Es ist fast alles digital. Hat so, ja, es passt in diese Zeit von 1930er. Ist halt so ein Abenteuerfilm, wie man sie damals kannte. Und der Look ist durchaus interessant. Die CGI, ja, man sieht's. Ist 2004er CGI. Darauf sollte man sich dann schon einlassen. Aber es wird ein ziemlich interessanter Look dadurch kreiert. Wer die Roboter sieht, wird sich durchaus auch an anderen Filmen erinnert fühlen, an der Gigant aus dem All. So sehen die Roboter so ähnlich aus. Zumindest die eine Sorte, da die Maschinen durchaus kreativ gestaltet sind. Es gibt verschiedene Roboter, es gibt verschiedene Flugzeuge, die teilweise fliegen wie Vögel. Was durchaus interessant ist. Und es gibt auch einen Helicarrier. Natürlich auch nicht so, wie man ihn aus den Marvel-Filmen kennt, sondern halt eher auf Retro getrimmt. Und es scheint so, dass dieser Helicarrier sogar den aus den Avengers, der erst 8 Jahre später kam, inspiriert hat. Was ziemlich cool ist, finde ich sogar. Ja, alle Ortschaften und Fahrzeuge und so waren alles digital. Es gab nur ein paar kleinere Sets, wie das Büro und sowas, also jetzt nichts von Bedeutung, es war halt echt viel CGI. In den weltweiten, es kommen halt Zeitungsberichte auch vor, wo halt gezeigt wird, wo halt diese Roboter überall auftauchen und Chaos verursachen. In den japanischen Zeitungen sieht man nicht den Umriss von Godzilla, den alten Godzilla. Den ganz alten Godzilla. Und man soll in der Szene, wo die Roboter New York angreifen,
King Kong sehen, das Empire State Building hochkraxelt. Ich habe es nicht gesehen. Vielleicht habe ich auch einfach nicht aufgepasst genug. Ich habe mehrmals zurückgespult und dachte, ich hätte ihn gesehen, aber nee. Ich habe ihn nicht gesehen. Es steht aber so auf IMDb. Ja, Totenkopf heißt auch im Englischen Totenkopf. Das fand ich auch sehr interessant. Ist halt ein deutscher Wissenschaftler gewesen. Was ein kleiner interessanter Fakt ist. Ja, und es war kein wirklicher Erfolg. Er hat zwar 70 Millionen gekostet, spielte aber weltweit gerade mal 57,9 Millionen ein. Ich finde es nicht gerechtfertigt. Ich finde es ein ziemlich cooler Film. Allein schon diese Retro-Optik. CGI-mäßig. Also für die Zeit, wenn man ihn damals geguckt hat, fand ich es jetzt nicht so schlecht. Deswegen ist das ein bisschen enttäuschend. Meine Version war sogar in einem Doppelschuber. Ich weiß leider nicht mehr, was damit bei war. Ich glaube, es war nicht Ultraviolet. Das war so ein anderer Film. Ich komme gerade nicht drauf. Mit Scarlett Johansson war der. Auch so ein Science-Fiction-Film. Aber ich komme jetzt echt gerade nicht auf den Titel. Also, wer auf Abenteuerfilme spielt. Indiana Jones könnte man vielleicht ein bisschen die Richtung, dieses Abenteuerliche, schon dahin in die Ecke stellen. Aber auch nicht so richtig. Aber ich kann ihm empfehlen, mit 106 Minuten ist der schnell vorbei. Hat interessante Optiken, schöne Bilder und kann man sich einfach nur geben. Ich finde 6,1 einfach nicht gerechtfertigt für IMDb. Aber okay, das war Sky Captain and the World of Tomorrow. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss. Heute war ein Mann bei mir. Er hatte furchtbare Angst. Er sagte, jemand hätte es auf uns abgesehen. Die Welt geht unter. Ich habe ihn gefragt, vor wem er so schreckliche Angst hat. Und er hat immer einen Namen wiederholt. Totenkopf. Sie tauchen ohne Vorwarnung auf, nehmen sich, was sie brauchen, und dann verschwinden sie wieder, spurlos. Ich will diese Story haben. Nichts wird veröffentlicht, bis ich es sage. Totenkopf baut eine Weltuntergangsmaschine. Die Erde wird eingeäschert. Wo hast du mich diesmal mit reingezogen? Nichts, womit du nicht fertig wirst, Frankie. Der Countdown läuft. Feindliche Kriegsschiffe! Schnell näher kommen! Wir können sie nicht länger abwehren. Sie sind in unseren Luftraum eingedrungen. Wir brauchen Verstärkung. Schicken Sie alles, was Sie haben. Oh mein Gott. Sie sind überall. Ich bin unterwegs. Wie kommen wir an diesen Maschinen vorbei? Überlassen Sie das mir. 5, 4, ich sehe sie! 3, 2, 1.